Hey ho, liebe Community und herzlich willkommen beim nächsten Mühlen-Let's Build. Heute richten wir die Mühle noch ein und dann sind wir auch fertig. Wie ihr vielleicht bemerkt habt, habe ich einen neuen Skin. Da habe ich ein bisschen dran gesessen und mit dem gemacht. Ich finde den eigentlich ganz cool. Ich fand den alten halt nicht so passend und so könnt ihr mich auch jetzt auf anderen oder auf Surfern oder so besser erkennen, meiner Meinung nach. Daher, das ist nochmal der Skin hier, so sehe ich aus. Und ja, so sieht die Mühle ja bis jetzt aus. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal rein und richten ein. Also zuerst, wir gehen rein und richten ein. Aber bevor wir das tun, kommt jetzt mal das Intro. Bis gleich. So. Jetzt können wir hier erstmal die Tür machen. Und dann geht's auch schon los. Erstmal kommt der Mühlenstein. Dafür nehme ich meistens, wenn ich so eine Mühle baue, hier das. Und dann benutze ich, oder würde ich sagen, machen wir es mal mit drei Eisenblöcken, die natürlich jetzt bei mir falsch stehen, weil ich so blöd bin. Und da ist I-Amok, einer, der hier auch mitbaut auf dem Server. Der hat mich eben auch schon zugespammt beim ersten Versuch, das Video aufzunehmen. Daher hoffe ich, dass er jetzt das nicht tut. Ja. Wie gesagt, die Mühle wird dann später auch auf dem Server vielleicht zu sehen sein. Also, aufgepasst. Ja, ihr seht jetzt schon, er fängt wieder an, was zu schreiben, obwohl ich eigentlich gebeten habe, nichts zu schreiben. Naja, aber das ist halt irgendwie nicht möglich bei den Kindern. Kinders. Und, yo, neuer Skin, hatte ich schon gesagt. Ja, genau, so sieht hammergeil aus. Und, ja. So haben wir das. Da ist der Mühlenstein. Und jetzt kann man natürlich, wenn man das Adrondal-TP hat, hier vom Schwamm, das sieht ja wie Heu aus, dann kann man das hier zumachen. Erstmal so ein bisschen. So, dann sieht es auch ganz schon nice aus. Man kann natürlich auch wieder hier die Spinnennetze einbringen, damit das ein bisschen, keine Ahnung, aussieht, so ein bisschen altertümlicher halt, ne? Die Wohnung kommt dann hier in den zweiten Stock. Ja, die kommen so, genau so wollte ich das machen. Ja, ihr habt auch schon in dem Quick-Tip gesehen, den ich jetzt heute wahrscheinlich rausgehauen habe heute Morgen, wie man größere Felder macht. Das könnt ihr natürlich dann hier auch um die Mühle direkt einsetzen, coolerweise, ne? Und jo, das sollte nur erwähnt sein, damit ihr auch wisst, dass ihr sowas wirklich benutzen könnt. Dann können wir das hier mal zumachen. Sorry, irgendwie habe ich gerade Schluck auf oder sowas. Machen wir das hier mal zu. Ein bisschen halt. Dann kann man das so machen. Das kann man ja dann nochmal stützen hier. Und dann geht es hier mit einer Leiter nach oben. Ich hoffe jetzt mal, dass man manche Sachen hier, die in meinem Haus gerade abgehen, nicht hört, weil ja, das ist nicht so für eure Ohren gedacht, ne? Und ich werde auch gleich ein ernstes Wörtchen mit denen reden, weil das geht so nicht. Jo, wir haben jetzt schon 4 Minuten verballert, wir sind natürlich, oder ich bin natürlich hier der richtige Pro in sowas, in der Zeit Beachtung Dings hier. So und so. So. Und ich muss schneiden. Bis gleich. So, ich bin wieder da. Wenn ihr jetzt eben was gehört habt oder so, dann tut mir das leid, aber es geht ja gar nicht, was sie da oben veranstalten. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob man den Block. Nee, den Block kann man leider nicht weghauen. Weil da oben war ja die Funktionalität, die wir gebaut hatten. Und hier kann man jetzt noch was Kleines einrichten.
Dann nehmen wir jetzt erstmal wieder so ein obligatorisches Bücherregal, was hier an die Wand kommt. Das kann man ja auch so ein bisschen schräg ansetzen. Sieht jetzt auch schon ganz nice aus. Sorry dafür. Dann noch hier. Das, was wir da auch. Hier eine Leuchtung. So eine indirekte. Kann man ja dann benutzen, wenn so ein Bücherregal so ein bisschen verschwindet. Dann kann man hier noch. Was machen? Ja, wir sind beide drauf. Hier so bla und blub. Um das auch mal kurz gezeigt zu haben, damit er im Video ist. Da kommt noch was Grünes hin. Hier so einen kleinen Sitz für den Alleingänger, ne? Oder warte, das sind so zwei Mühlenarbeiter, sag ich mal. So. Warum das jetzt alles gleich ist, ist natürlich blöd. Ist das nicht mehr random? Doch, es ist random, dann ist das hier total viel Pech, dass da alles gleich ist. Naja, aber sollen wir jetzt nicht daher jammern. Da joint da auch wieder der andere Spammer. Ja, das Bett, das kann man jetzt natürlich richtig cool so machen, wenn man jetzt hier noch sowas macht, dann hier das macht, dann sich ein Bett nimmt. Und da noch alles. So, dann sieht es eigentlich auch ganz nice aus, so ein Doppelbett. Ja, hier haben die dann, sagen wir mal, so einen kleinen. Warte, da brauche ich das und das. Haben die hier noch so einen kleinen Schrank, sagen wir mal. Kann man so machen. Und dann noch die Treppe von der Seite dran setzen. Da sieht es auch schon ganz nice aus. So. Kann man hier noch einen kleinen Ofen hinsetzen zur Beheizung der ganzen Sache hier. Ich mache das meistens mit den Sachen, die ich mir jetzt hier gerade alle rausnehme, dass dann auch wirklich cool rüberkommt so. Hier kann man das dann nehmen und hier nehmen wir das, 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 das. Dann kann man hier auch noch durchgehen. Dann hier oben irgendwo dann Schluss. Man kann natürlich jetzt hier noch so ein bisschen das dicker machen, dass der auch wirklich so eingeschlossen ist. Und hier noch so ein bisschen anpassen, damit er noch hält. Und hier irgendwie was in der Art noch. Das sieht ja schon ganz schick aus. Wir können jetzt ja nochmal von unten reingehen. Aber wir haben jetzt auch schon eine gewisse Zeit auf dem Kondo. Hier unten kann man natürlich auch, fällt mir noch ein, Werkbänke machen, wenn die daran arbeiten müssen oder so. Und hier dann überall auch Kisten benutzen, damit das gut aussieht. So, so, so. Ein bisschen schräg natürlich auch angesetzt. Ja, und da noch eine Kiste, dann sieht das auch schon ganz nice aus. Natürlich sollte man die Spinnennetze nicht vergessen, damit das auch noch seinen altertümlichen Stil hat. Ja, ich würde sagen, damit hätte es sich hier. So, dann hat es sich. Haben wir noch irgendwas? Da kann man noch sowas machen. Irgendwie halt einfach so ein bisschen etwas reinbringen, was ein bisschen unlogisch vielleicht sogar wirkt. Hier kann man noch einen Tisch reinzimmern. Jo, und das war's. Ich bedanke mich auch für diesmal Zusehen und entschuldige mich jetzt schon mal für die ganze Scheiße, die im Hintergrund oder so war. Und ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Haust rein.